Anhaltende Dürre in China. Die Provinz Hubei ist besonders stark vom Wassermangel betroffen. Der Lebensunterhalt von vielen Fischern und Bauern ist bedroht. Diese Fischerboote sind an den schlammigen Ufern der Flüsse und des Honghu-Sees gestrandet. Fischer Xiao Gongguo und seine Frau müssen ihr Fischerboot auf einem schmalen Wasserlauf schieben, um den Honghu-See zu erreichen. Allmählich, über die Jahre hinweg, hat es aufgehört zu regnen. Es hat das ganze Jahr nicht geregnet. Überhaupt nicht. In den Gebieten entlang des Yangtze-Flusses leiden mittlerweile 35 Millionen Menschen unter der Dürre. Mehr als 4 Millionen haben kein sauberes Trinkwasser. Weil der Wasserspiegel weiterfällt, hat eine Fischfarm Probleme, die Fische am Leben zu halten. Gewöhnlich ist es hier etwa 2 Meter tief. Sie können die Wasserstandsmarkierungen dort sehen. Viele Fischfarmen müssen ihre Teiche mit schmutzigem Wasser aus den immer kleiner werdenden Seen füllen. Um ihre diesjährigen Reispflanzen zu retten, sowie Tausende von Fischen und Krabben, benötigen die Bauern in den nächsten Wochen viel Regen. In der Provinz Hubei sind monatelange Dürreperioden ungewöhnlich. Ich bin 78 Jahre alt und ich habe so eine Dürre noch nie gesehen. In dieser Gegend haben wir eher Angst vor starkem Regenfall, der zu Überflutungen führt. Die Dürre könnte auch bald die Stromversorgung lahmlegen, denn der Yangtze versorgt den 3-Schluchtendamm und viele andere Wasserkraftwerke mit Wasser.